So, nachdem wir jetzt gespeichert haben, gehen wir jetzt hoch in die dritte Etage, um zu gucken, was uns da erwartet. Mal schauen. So, na dann, auf, und davon. Übrigens, habe ich von diesem Code, diesem AfD, wo ich da so ein bisschen gehangen habe, rausgefunden, warum es eigentlich lag. Ich habe es ja durch Ausprobieren rausgefunden. Und einfach gesagt, F ist der 6. Buchstabe im Alphabet. So wie das H und das G jeweils an deren Stelle steht. Deswegen halt ist es A, die 1, weil es ist ja der erste Buchstabe im Alphabet. So, dadurch, dass wir jetzt hier nochmal einen separaten Savepoint haben, saven wir einfach nochmal. Einfach aus Sicherheitsgründen. So, wunderbar. Wir finden hier auch wunderbar erstmal schon Munition. Wen ich jetzt hier noch nicht gefunden oder gesehen habe, ist Hasi. Hasi ist ja eigentlich immer an den Stellen, wo es weitergeht. Shotgun. Aber zuerst nehmen wir uns erstmal hier noch ein weiteres Päckchen. Dann lesen wir uns noch die Notiz vorher durch. Dies sind meine letzten Worte. Ich habe hier furchtbare Dinge erlebt, denn ich musste mit ansehen, wie alle um mich herum starben. Und nun scheint es, auch meine Zeit gekommen zu sein. Diese riesigen Reißzähne. Meine Wunden sind zu tief, als dass sie noch heilen könnten. Während ich dies schreibe, wird die Blutlache um mich herum immer größer. Ihre Wärme ist seltsam beruhigend. Ich habe alles versucht, alle zu retten und ihnen die Flucht zu ermöglichen. Doch ich war vermutlich einfach nicht stark genug. Bitte verzeih mir. Aiva. God, I guess I really am on my own. Ja. Du stehst, glaube ich, derzeit komplett alleine da. Bin ich ehrlich. Du solltest Gegenstände aus- oder änderst die Reihenfolge der ausgerüsteten Gegenstände. So rüstest du Gegenstände aus und änderst die Reihenfolge der ausgestellten. Navigiere zunächst mit der Hilfe der Option Ausrüsten zu dem jeweiligen Gegenstand und wählen ihn aus, um das Untermenü zu öffnen. Okay. Wähle die Richtung, um. Ah, den Slot verfügbar ist, aufzubauen. Bestätige Tutorial zu beenden. Aha, also könnten wir eigentlich die Pistole beispielsweise auf 1 setzen. Die Kamera würde ich auf 4 setzen. Und die Schrotflinte würde ich auf 2 setzen. Bin ich ehrlich. Und ganz ehrlich bin ich auch, wir nehmen uns hier jetzt nochmal die Schrotflintenpatronen raus. Und drücken jetzt mal die 2 und. Hallo, mein Freund. Hallo, hallo. Und wir speichern. Und ja, ich weiß, ich speichere gerade sehr viel und sehr oft. Liegt auch wirklich daran, dass ich vorhin echt sehr viel machen musste, um wieder dahin zu kommen, wo ich hin wollte. So, jetzt haben wir aber hier Gegenstände gefunden. Schrotflinte, Pipapo, Munition. Achso, und hier geht's dann weiter, oder wie? Wir haben uns aber zum Beispiel den Raum noch gar nicht mit der Kamera angeschaut. Oha. Oh, was ist denn das für ein Raum gewesen, bitte? Eine Art Überwachungsraum? Lol. Okay, was haben wir hier? Eine Laterne. Noch mehr Munition. Munition ist immer gut. Was ist das hier? Kontrollraum? Und für was? Kann ich hier irgendwie durch? Alter, was ist denn mit dem Gebäude passiert? Nee, hier können wir auch nicht durch. Das ist, gut. Gut. Aber vielleicht finden wir hier noch irgendeinen weiteren Hinweis. In diesem wunderbaren Control Room gibt es noch ein bisschen Munition zu finden. Das ist immer gut. Aber ich kann hier sonst nichts anklicken. Oder? Nope. Okay. Gut. Was hat uns jetzt dieser Raum gebracht? Bis auf die Notiz und
Da hat wir Munition plus die Schrotflinte gefunden haben. Was könnten wir jetzt mit diesen Informationen machen? Sieht uns eine neue Weltkrise. Steht uns eine neue Weltkrise? Ja. Und ja. Ich bin leicht bis schwer überfordert. Weil was können wir denn jetzt machen? Gibt es denn hier vielleicht noch irgendwelche weiteren Infos? Nee. Gibt es sonst noch irgendwelche Gegenstände, die ich wieder gekonnt übersehe? Wäre ja nicht das erste Mal, ne, dass wir hier irgendwas übersehen. Wäre aber auch nicht das letzte Mal. Oh, Kennzeichen. Militär-ID. Speicherstand gefunden. Okay. Krass. Also das Militär war anscheinend auch hier. So, was ist unsere To-Do? Wir müssen eigentlich noch in die 709. Wir können ja mal oben ganz kurz gucken gehen, bei der 7. In der 709. Ob wir da was finden. Wir nehmen mal die, also wir gehen mal in die 7. Weil wir haben ja noch eine Notiz gefunden, dass wir irgendwie durch Raum 709 müssen. Und dann müssen wir uns ja erstmal angucken, A, wo ist der? Und B, vielleicht kommen wir ja schon durch. Oder uns überrascht uns jetzt hier gleich irgendwas anderes. Nope. Gut. 709. Aber wir können ja gar nicht in die 709, weil... Da kommen wir ja gar nicht hin. Weil wir haben ja da gar nicht den... Oh, was haben wir hier noch? Haben wir ja gar nicht den Schlüssel soweit. Oder haben wir mittlerweile den Schlüssel? Nee, der Schlüssel hat nämlich nur 2. Und mir fehlt halt noch was. Mir fehlt noch ein Gegenstand, damit ich den Schlüssel, damit ich diese Türen hier öffnen kann. So, da fehlt mir halt noch ein so ein Schriebsel. Den hatte ich eigentlich gedacht, dass ich den in der dritten finde. Aber... Nope. Nope, nope, nope. Was ist denn eigentlich... Können wir die Vase hier kaputt schießen? Oh, nee. Das ist eine kugelsichere Vase. Die können wir nicht kaputt schießen. Hä? In der dritten hatten wir jetzt nichts. Also in der dritten waren wir jetzt ja gedient. Da war jetzt ja der Knopf, wo wir hin mussten, um dass wir die Schrotflinte finden und den ganzen anderen Tablets. Weil wir haben jetzt die Schrotflinte. Ja, wir haben jetzt die Schrotflinte. Und Verbandszeug. Aber wir haben nichts weiteres gefunden. Also außer den Raum. Also den Raum plus, dass das in der Kamera halt ein Überwachungsraum ist. Das haben wir gesehen. Aber wir können halt hier auch nichts weiter machen. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, als dass wir hier jetzt irgendwie sagen könnten, jo, gib mir mal das Ding für den Schlüssel. Weil das wäre cool. Weil dann könnte ich nämlich in der 7. nämlich weitermachen. Wenn ich hier diesen Aufsatz finde. Den ich nicht finde. Was mich echt traurig stimmt. Wenn ich auf den roten Knopf drücke. Nope. Kann ich hier irgendwas antippen? Irgendwie Lampe ausmachen? Gibt es hier irgendwo noch irgendwie irgendwas, was ich übersehen habe? Irgendwas hier oben? Nee. Ja, I don't know. I don't get it. Okay, wir haben die Kiste nie geöffnet. Da haben wir jetzt den Konferenzraumschlüssel gefunden. Den wir nicht mitnehmen können, weil unser Inventar voll ist. Okay. Na dann gehen wir doch mal ganz kurz... Luki-Luki machen. Achso, jetzt weiß ich auch, wo mein Inventar voll ist. Weil ich... abbrechen.
Wir speichern das erstmal. Dann nehmen wir hier einen Verbandsmodul. Dann nehmen wir das. Nehmen wir das mit dem. Dann speichern wir das. Dann speichern wir das. Speichern jetzt auch mal Library von Nasse. Genau, jetzt können wir ein bisschen mehr mitnehmen. Und jetzt können wir nämlich auch den Konferenzraumschlüssel mitnehmen. Nimm ihn her. Gib her. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder in die erste Etage, damit wir wieder in den Konferenzraum kommen. Damit wir dann da wieder weiterkommen und vielleicht auch mal unsere Schrotflinte ausprobieren. Wer weiß, vielleicht eignet die sich ja ganz gut zum Abballern der Viecher. Wenn uns da wieder was überrascht. Weiß es ja nicht so gut. So, wir gucken erstmal links, dann rechts. Okay, hier ist nichts. Okay. Das war wieder strange. Strange, strange, strange. So, aber hier war doch irgendwo der Conference Room. Oder? Konferenzraumschild. Hier können wir nicht rein. Okay, können wir von hier aus da rein? Können wir auch nicht rein. Das ist schlecht. Können wir mit der Cam irgendwo hier rein? Nope. 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 Das ist auch nicht so gut. Ja, wie kommen wir jetzt in den Konferenzraum? Oder muss ich hier draußen die Cam anmachen? Nope. Okay, von hier aus kommen wir nicht rein. Das ist auf gut Deutsch gesagt ein bisschen scheiße. Können wir dann von hier aus rein? Ah. Von hier aus können wir rein. Die andere Seite ist abgeschlossen. Ach du Scheiße. Wir nehmen uns mal unsere Pistole. Ich habe hier gerade was gehört, aber vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Dieser Raum sieht gar nicht so gruselig aus. So, wir haben hier D und ein E. Okay. Um. Wir haben und ein E. Ja. Ja. Und ja. 2-1-2-1-6-1-2-1-2-1. Okay. Heißt jetzt für uns was? Kombinieren. Verwenden. Hä? 2, 1, 2. Nee. So. So wird ein Schuh draus. Meine Güte, das war jetzt aber auch wieder für mich. Für mich wieder tricky. Weil ich bin ohne Steve. Und ohne Steve bin ich ehrlich. Nicht ein bisschen bin ich ein bisschen verloren. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das Rätsel gerade nicht. Oh no. Moin! What?
reicht nicht. Kannst du bitte auf die 1 wechseln? Okay, Freundchen. Ich habe zwar keine Angst vor Spinnen, bin ich ehrlich, aber wo bist du hin? Komm her hier. Ich mach dich platt, Junge. Ich mach dich kaputt. Kaputt mach ich dich. Wo bist du? Hä? Willst du mich veräppeln? Wo ist er hin? Komm mal her. Wo bist du? Wo bist du? Hä? Hab ich dir nicht gerade mitten ins Gesicht geschossen, Freundchen? Jetzt verziehst du dich wieder, wa? Jetzt verdünnisierst du dich hier wieder. Bist du denn? LOL! Kommst du hier raus? Ja! Doch nicht hier! Warte kurz. Jetzt mal mich ganz kurz heilen. Kannst du eventuell hier so den Rotz hinkladderadatschen? Ja, das ist eine Option, deine Säure? Kommst du. Ich bin gleich tot. Und das hat gar nichts gebracht mit der Säure. Okay, wir verwenden mal ganz kurz nochmal unser Heilungskit. Ich muss den anscheinend wirklich töten. So, dann komm mal her hier. Ich habe nicht mehr so viel Munition. Bist du? Bist du? Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and the bones seem long. Aha. Da hat ja so einer ausgereicht. So, wo bist du? Komm schon. Komm schon. Komm schon, du willst es doch auch. Du willst es doch auch. Komm schon her. I wanna see you. Come on. Wo bleibst du? So nämlich. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. So einfach ist es. Das war jetzt aber auch gerade ein bisschen... tricky. Alter, Alter. Hast du hier... Lässt du hier eigentlich irgendwas fallen? So an Munition oder so? Oder Heilung? Du hast mich jetzt ganz schön runter munitioniert. Bin ich ehrlich? Das war jetzt not so nice. So. Wir haben jetzt ja den Part für unseren separaten Schlüssel, den wir jetzt natürlich noch kombinieren können. Den da.
mit dem da. Und damit könnten wir in der 7. Etage oben die Türen öffnen. Um dann eventuell in den Raum 709 zu kommen. Wo wir ja eigentlich auch hin müssen, wollen, sollen. Das war ja so die Idee der netten Dame. So, dann haben wir einmal das da, Y und die Nordpol. Also. Data. Y. Und Nordpol. Okay. Wir speichern. War hier nicht ein Speicherpunkt? Speicherort? Okay, da haben wir ein E und ein Links. Okay. Dann haben wir beide Türen jetzt erstmal geöffnet. Nice. Und ich hatte gehofft, dass ich hier irgendwo einen Safe Point hätte. Den ich aber nicht habe. Aber vielleicht da vorne habe ich einen. Scheiße, was ist denn jetzt? Hier ist doch gerade irgendwas aufgegangen. Hallo? Hier ist doch gerade irgendwas aufgegangen. Kann mir auch keiner erzählen. Munition. Okay. Kiste. Kiste? Medikit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nichts weiter. Okay, hier haben wir irgendwie Sachen, die wir abdüdeln sollen. Ich wäre aber ein ganz großer Freund, und zwar ein ganz, ganz großer Freund, wenn wir jetzt mal speichern könnten. Bin ich ehrlich, hätte ich jetzt Bock drauf. Ich meine, dass ich so viel Munition finde, finde ich auch cool. Cool to tool. Hier haben wir noch eine Kassette. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir gehen mal erstmal in die andere Ecke, hinten hin, um vielleicht mehr da einen Safe Point. Ich würde schon gerne save. Hier ist ja auch nochmal so was. Okay, beruhig dich. Alter. Juhu. Der hat mich jetzt gerade wieder fies bekommen. Ist hier nichts zum Einsammeln? Ammo. Maschinengewehrmunition? Alter, wie werden wir denn hier ausgerüstet? Shotgun, Pistole, Maschinengewehr. Ja, nice. Also, da würde ich mich freuen. Ach du Heilige. Ja. Nee, ist klar. Was ist das denn? Lol. Ich kann die Dinger anmachen? Okay. Dieser Raum ist offen. Okay. Crowbar. Und wieder sowas. Okay, cool. Bin ich denn hier sowas wie eine Wanduhr? Ich würde gerne jetzt mal langsam saven wollen. Ein Ring. Der ist bestimmt von Christopher. Was ist denn, wenn ich jetzt hier das zumache? Okay, da verändert sich der Raum nicht so sehr, wie ich dachte. Außer, dass wir nicht mehr zurückkommen. Das kann man machen. Das würde wahrscheinlich auch anders gehen. So, ich würde gerne diese wunderbare
Crowbar mitnehmen. Da hätte ich jetzt so richtig Lust drin. Aber, gut. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Safe Point. So, und ich weiß, dass wir einen Safe Point auf jeden Fall oben hatten. Vorher setzen wir natürlich nochmal die Pistole. Laden nochmal ganz kurz nach. Checken hier nochmal ganz kurz die Tür. Okay, Tür bleibt zu. So, dann checken wir hier oben nochmal alles. Ja, genau. Hier war nichts. Und hier war doch aber ein Safe Point. Ah, hier nicht. Ist gut zu wissen. Dass hier kein Safe Point war. Das ist, ich sag mal so, ein bisschen ärgerlich. Ja. Gut. Na dann gehen wir wieder runter und saven da. Also, oder? Also ohne, also so wirklich ohne irgendein Safe Point zu haben, fände ich jetzt semi-gut. Na gut, wir gehen vorsichtshalber, wirklich, also jetzt ernsthaft gesprochen, wir gehen jetzt mal wirklich vorsichtshalber einfach wirklich mal nochmal kurz nach unten, da wo ein Safe Point war oder ist. Und zwar in der ersten Etage. Hatte ich in der sechsten auch ein. Nehmen wir ganz kurz in die sechste. Einfach nur mal zu checken, ob wir da nochmal einen hatten. Weil das ist mir jetzt echt ein bisschen zu risky. Gut, sechste Etage war natürlich richtig. Wir gehen in die fünfte Etage. Um da jetzt zu gucken, ob wir da einen Safe Point haben. Ja. Ja. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Warum ist da eigentlich so eine Wolke? War ich hier hinten überhaupt schon mal? Okay, die Wolke ist auch noch da, wenn ich die Kamera... Gut, so. Was ist mit ihr? Also, warum? Nachricht an der Wand. Leiche nicht öffnen. Okay. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde. Sämtliche Werkzeugkästen verfügen wir anscheinend. Ja, okay, das hatten wir schon. Warum sollte ich... Also, wir gucken jetzt mal hier durch. Da ist doch gar keine Leiche. Oder ist da eine Leiche? Okay. Wir gehen weiter. Weil wir kommen hier nicht mehr zurück. Aber wir haben hier noch unseren Safe Point. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit speichern wir jetzt erstmal.